Wir haben uns jetzt knapp 2 Stunden mit dem Vorgang beschäftigt. Der Befund ist, es ist ein veritabler Cyberangriff auf Teile des Regierungsnetzes. Es ist ein noch laufendes Verfahren, ein noch laufender Angriff. Und deswegen wären öffentliche Diskussionen über Details schlicht eine Warnung an den Angreifer, die wir nicht geben wollen. Der Geheimnisverrat an sich ist ein beträchtlicher Schaden. Wir können aber sagen, dass die Bundesregierung versucht, nach heutigem Stand den Vorgang unter Kontrolle zu halten. Eine komplette Schadensbeurteilung wollen wir heute noch nicht machen, das wäre verfrüht. Deshalb wird das Parlamentarische Kontrollgremium sofort in der nächsten Sitzungswoche den Vorgang weiter bearbeiten. Und wir werden im gleichen Format mit den gleichen Teilnehmern sehen, wie weit die Regierung bis dahin gekommen ist.